Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Marc Becks. Ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE. Technische Schläuche und Verbindungssysteme, das ist Ihr Produkt, haben wir schon oft drüber gesprochen. Damit sind Ihre Kunden wohl diejenigen, die wir üblicherweise als Zykliker bezeichnen würden. Das bedeutet, eine mögliche Rezession wird bei Ihnen wohl schnell zu spüren sein oder würde bei Ihnen schnell zu spüren sein, so muss man es ja sagen, denn in Ihren 9-Monatszahlen sieht man davon bisher nichts. 27,6% Umsatzwachstum und ganze plus 80,7% beim EBIT. Herr Beck, sieht nicht nach Rezession aus, so kann ich sagen, oder? Würde ich momentan auch so sagen. Wir schauen natürlich nicht blind in die Zukunft, aber die Auftragsbücher bei uns sind voll. Und das dritte Quartal ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Und auch die Aussicht nach vorne mit dem auch momentan laufenden Auftragseingang ist gut. Er hat zwar leicht abgeschwächt, aber das ist aufgrund unseres großen Auftragsbestandes gut, denn Lieferzeiten teilweise mit 3 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten zu bestätigen, ist natürlich auch nicht schön für uns. Insofern blicken wir eher positiv in die Zukunft, ohne natürlich die derzeit geopolitischen Themen außer Acht zu lassen. Aber da müssen wir im Zweifel schnell reagieren. Das haben wir in der Vergangenheit gezeigt, dass wir das auch können. Aber grundsätzlich blicken wir eher positiv in die Zukunft. Und genau das ist ja das viel Wichtigere, der Blick in die Zukunft. Sie haben es jetzt schon gesagt, hoher Auftragsbestand, 24,1 Millionen Euro und robuster Auftragseingang. Das klingt auch jetzt nicht unbedingt so, als würde die Rezession unmittelbar vorausstehen. Wobei ich ja schon finde, dass man da unterscheiden muss zwischen Auftragsbestand, weil es gibt ja genügend Unternehmen, die sich ihren Auftragsbestand, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, angespart haben, weil eben Aufträge reinkommen, aber auf der anderen Seite gar nicht abgearbeitet werden können, Lieferkettenprobleme und so weiter. Wir kennen diese Themen alle aus den letzten Quartalen, muss man ja fast schon sagen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben jetzt schon gesagt, robuster Auftragseingang, nur leicht abgeschwächt. Also bei Ihnen sieht es aus, als wäre dieser Auftragsbestand nicht unbedingt in der Form angespart. Der ist bei uns nicht angespart. Grundsätzlich haben wir ja, sagen wir mal, einen Auftragsbestand, der eher so einem zweimonatigen Umsatz entspricht. Insofern ist die Situation, die wir jetzt haben, sehr komfortabel und auch ungewöhnlich für uns, aber wir sparen nichts an. Also wir probieren so viel wie möglich rauszuschicken und an die Kunden zu versenden. Das klappt logischerweise nicht immer. Wir haben da auch unsere Restriktionen personell, auch von den Kapazitäten der Maschinen. Aber wir halten sozusagen keinen, wir haben es dann nicht, wir halten keinen Umsatz zurück, sondern wir probieren rauszuhauen, was geht, wie man so schön sagt. Insofern haben wir da nichts aus der Vergangenheit angespart. Sie hatten erwähnt, Auftragseingang geht leicht zurück, aber das ist immer noch ein sehr, sehr gesundes Niveau, auch wenn man das mal auf den Jahresumsatz hochrechnen würde. Also insofern, wenn das so weitergeht, blicken wir wirklich positiv in die Zukunft und es wird sich zeigen, was jetzt in den nächsten Monaten oder Quartalen passiert. Ja, und für die nahe Zukunft sind Sie ja sowieso optimistisch, noch optimistischer als zu dem Zeitpunkt, als Sie zuletzt bei uns im Börsenradio im Interview waren. Mein Kollege Andi Groß wollte Ihnen damals nämlich eine Prognoseanhebung entlocken, das war im August, das hat nicht funktioniert. Sie hatten damals gesagt, die Unsicherheit der Gesamtlage gebe das nicht her, so ungefähr war Ihr Wortlaut mal frei übersetzt sozusagen. Inzwischen haben Sie die Prognose doch angehoben, Sie erwarten jetzt einen Umsatzanstieg auf 92 bis 96 Millionen Euro, bisher waren es 83 bis 87 und ein operatives EBIT zwischen 9,3 und 10,5 Millionen, bisher waren es 8,3 und 9. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn man in Ihre Zahlen schaut, ist das jetzt vorsichtiger Optimismus? Also formuliere ich es mal so, wie konservativ ist diese Prognose? Ich würde sagen, sie ist realistisch. Wir haben uns nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Es wird sich jetzt zeigen, was in den nächsten Monaten noch passiert. Sie werden natürlich sagen, auf der Umsatzseite sieht es eigentlich eher am oberen Rand der Prognose aus. EBIT-seitig haben wir ja eigentlich schon den oberen Rand der Prognose jetzt zum dritten Quartal erreicht. Grundsätzlich, und das erwähne ich ja auch immer, gerade zum dritten Quartal in den Calls, dass wir im vierten Quartal etwas schlechter abschneiden, weil wir da weniger Fakturatage haben. Aber bei uns kommen jetzt auch noch 2, 3 andere Themen hinzu. Sie kennen die Diskussion rund um Lohn- und Gehaltsanpassungen, auch um das Thema Einmalzahlungen. Das könnte bei uns auch ein Thema sein, dass wir Gehaltsanpassungen oder beziehungsweise Einmalzahlungen machen werden. Da sind wir jetzt einfach noch mit dem Management im Austausch, was für unsere Mitarbeiter am besten und am sinnvollsten ist. Und insofern bauen wir uns dann natürlich in der Prognose auch nochmal ein paar Puffer ein, weil jetzt ja auch im dritten Quartal noch ein paar Themen auf uns zukommen. Erwähnt sei da auch der Umzug der APT, die in größere Räumlichkeiten umzieht, was auch im vierten Quartal jetzt stattfindet. Also insofern passiert bei uns auch noch was im vierten Quartal und ich glaube, sich jetzt mit der Prognose
zu sehr aus dem Fenster zu lehnen und dann im Zweifel etwas zurückrudern zu müssen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Geben wir durch, wie das alles zustande kommt. 27,6% Umsatzplus auf 76 Millionen Euro. Das Wachstum, habe ich gelesen, basiert gleichermaßen auf Volumen- und Preiseffekten sowie einer günstigen Entwicklung auf der Währungsseite durch den starken US-Dollar. Also mehr Volumen, etwas Dollar-Effekt und eben auch Preisanhebungen. Sie können Preise offenbar gut weitergeben, bleiben also auf den steigenden Kosten. Sie haben es gerade angesprochen, Lohnkosten steigen natürlich auch. Sie brauchen Fachkräfte, Fachkräftemangel. Die muss man natürlich auch ein bisschen versorgen, die Mitarbeiter. Dann sind Materialkosten gestiegen und. Wir kennen die Themen alle. Also wie ich das interpretiere, bleiben sie auf diesen Kosten eben nicht sitzen. Das sieht so aus. Also für uns auch wichtig, die Kosten fair weiterzugeben, also das nicht auszunutzen. Die Situation, die wir haben, wir hatten, glaube ich, eine sehr, sehr gute Materialverfügbarkeit und wir haben die Kosten fair weitergegeben. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir sind in einem Nischenmarkt tätig, wir sind Spezialanbieter und insofern ist es auch wichtig, hier zu zeigen, dass wir die Kosten auch weitergeben können. Denn die Kunden wollen unsere Produkte haben, weil wir, wie gesagt, qualitativ und auch vom Image des Unternehmens wirklich sehr, sehr gut dastehen. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir diese Kosten weitergeben können. Klar war die Akzeptanz bei den Kunden in diesem Jahr zweimal ein bisschen größer als in den Jahren davor, aber auch dort hat auch unser Vertrieb gute Arbeit gemacht. Aber wie gesagt, es ist wichtig, ein transparentes und faires Verfahren auch gegenüber den Kunden zu haben. Und ich denke, das haben wir. Und insofern ist auch wichtig, und das ist für uns vor allem genauso wichtig, dass wir auch im Volumen gewachsen sind. Das heißt, dass wir die Vertriebsprojekte, die Vertriebsstrategien, die wir hatten, das ist von Unternehmen zu Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, logischerweise, dass wir das auch umsetzen konnten und somit auch volumensmäßig auf Plan liegen. Ja, und dann haben wir noch den anderen Punkt, nämlich Double Digit, wurde ja auch schon oft drüber gesprochen, B2DD, Back to Double Digit, ihr Maßnahmenprogramm. 13,7% EBIT-Marge, das heißt Double Digit ist da, war schon im letzten Interview so, also zum Halbjahr und es sind sogar noch mehr. Jetzt 13,7% sind sogar noch über dem, was sie im Halbjahr hatten und der Begriff nachhaltig wurde dazu geschrieben. Sie gehen also davon aus, dass es bei Double Digit bleibt. Ist dieses Programm B2DD damit jetzt erfolgreich abgeschlossen? Also für uns ist es erfolgreich abgeschlossen. Natürlich müssen wir jetzt zum Jahresende auch noch beweisen, dass wir die zweistellige EBIT-Marge machen. Die wird, wie ich ja eben auch schon ausgeführt habe, nicht bei 13,7% stehen bleiben. Es wird etwas abfallen. Das ist halt typisch für uns im vierten Quartal. Aber Ziel ist natürlich dann auch in den nächsten Jahren, die EBIT-Marge Minimum zu halten. Ziel ist sie aber eigentlich auszubauen. Das heißt auch ein langsames Wachstum in der EBIT-Marge zu zeigen. Das heißt, kommen da noch Maßnahmen? Also gibt es da noch irgendwas, was in die Wege geleitet? Sie werden jetzt natürlich sagen, sowas hört niemals auf, ist klar. Aber was konkret schwebt Ihnen denn noch vor? Also was für Maßnahmen könnten Sie noch umsetzen? Also es gibt immer Maßnahmen, die man umsetzen kann. Klar hört das nie auf. Sie haben das richtig gesagt. Wir sind stark dabei, im Materialeinsatz den zu reduzieren, dass wir im Prinzip die Fertigungsprozesse so gestalten, dass der Materialeinsatz geringer wird. Das ist dann auch aus dem Umweltaspekt her eine wichtige Komponente. Allein durch Wachstum können wir Economies of Scale erzielen. Das heißt, mehr Volumen bei vielleicht einer gleichbleibenden oder unterproportional wachsenden Personalstärke sind sicherlich auch Themen, die wir haben. Wir gucken uns alle Kostenpositionen grundlegend immer an, ob es da gibt. Und da gibt es von Standort zu Standort immer wieder Projekte, die man umsetzen kann. Das ist aber jetzt nicht mehr dieser große Wurf, den wir mit Back to Double Digit ausgerufen haben, sondern das ist jetzt sozusagen mehr in der Verantwortung der einzelnen Geschäftsführer, supported vom Vorstand und den Zentralfunktionen, die wir haben. Und da wollen wir Schritt für Schritt jeden Standort zu einer höheren Profitabilität bringen. Die Aktionäre, die glauben ihre Story jedenfalls offensichtlich, beziehungsweise der Markt. Die rund 8,50 Euro aktuell, kurz vorm Interview waren es genau 8,50 Euro, ist der höchste Stand seit 2018. Also anders als ganz viele andere Unternehmen, andere Aktien, sind sie auf der Plusseite in diesem Jahr. Das kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten. Was können Sie den interessierten Investoren an dieser Stelle denn jetzt mit auf den Weg geben? Wie kann es so weitergehen? Wir reden ja sehr selten über unseren Aktienkurs und auch sehr defensiv, weil wir da den Markt gerne entscheiden lassen. Grundsätzlich denken wir, dass bei diesen 8,50 Euro noch deutlich Luft nach oben ist. Das sehen Sie ja auch an den Research-Berichten, die ja schon von durchaus anderen Kursen sprechen. Auch die Presse redet ja von anderen Kursen. Ich glaube, die Marktsituation ist momentan, wie sie ist. Viele halten ihr
sogenanntes Pulver etwas trocken wegen der Unsicherheiten, auch der geopolitischen. Aber wir denken schon, dass hier noch deutlich Luft nach oben ist. Und wenn wir weiter so performen, wie wir es in den letzten 2, 3 Jahren, das ist ja quasi eine fortlaufende Logik, die wir da haben, mit diesem Back-to-Double-Digit-Programm, was quasi umgesetzt ist und dann jetzt auch richtig sichtbare Früchte nach der Corona-Pandemie jetzt in diesem Jahr zum Tragen kommt und sich zeigt. Und das wird so Stand jetzt hoffentlich so weitergehen und dann sind, glaube ich, auch ganz andere Börsenkurse erreichbar. Aber wie gesagt, Börse, da treffen Angebot und Nachfrage aufeinander. Da wollen wir auch gar nicht reinreden. Wir sehen aber, dass da Luft nach oben ist, wenn wir weiter so performen, wie wir das in der Vergangenheit jetzt getan haben. Ja, und dabei wünsche ich viel Erfolg und wir wollen beim nächsten Mal dann überprüfen, wie gut das funktioniert hat. Herr Beck, soweit erstmal vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Börsenradio Network AG, das Börsenradio.